und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Auch der Mai hat sich nun langsam dem Ende zugeneigt und auch wenn irgendwie die Sommervibes noch nicht so wirklich da sind, weil das Wetter einfach... Wir reden einfach nicht über das Wetter, Leute. Das deprimiert dann einfach nur. Deswegen, also das Wetter sorgt nicht so wirklich für die Sommervibes, aber der Juni kommt jetzt und Juni heißt für mich Sommer. Das heißt, ich bin relativ froh, dass der Mai jetzt auch vorbei ist und jetzt langsam auch mal der Sommer kommen kann. Und um den Mai jetzt auch mal rund abzuschließen sozusagen, kommt jetzt auch wie jeden Monat mein Mai-Favoriten-Video. Auch diesen Monat teile ich natürlich wieder meine Mai-Favoriten mit euch. Was ich besonders oft gegessen habe, was ich besonders cool fand, was ich besonders oft gemacht habe oder eben auch neu entdeckt habe. Also einfach meine Favoriten aus dem Mai zu den jeweiligen Kategorien. Wie bei jedem Favoriten-Video von mir, schreibt mir auch gerne euren absoluten Favoriten aus dem Mai in die Kommentare, damit ich auch von euch Inspiration schöpfen kann. Würde sagen, ich rede nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern starte mit der ersten Kategorie und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Die erste Kategorie ist wie immer die Kategorie Food und da fange ich auch direkt mit was Herzhaftem an. Ich weiß nicht, warum ich mir das bisher noch nie gekauft habe. Ich weiß, dass meine Tante immer früher, wenn sie Tomate Mozzarella beispielsweise gemacht hat, das oben drauf gegeben hat, aber ich habe es mir irgendwie nie selber mal gekauft. Jetzt war ich letztens mal bei Lidl und bin da an diesem Regal vorbeigegangen, wo ich das eben gesehen habe und dachte, hey, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance und zwar Balsamico-Creme. Das ist nicht dieses ganz normale Essig, sondern eben so richtig cremig. Also das ist auch so richtig fest von der Konsistenz her. Also was heißt fest, aber viel, viel cremiger eben als Essig sozusagen. Also als Balsamico-Essig, das ist halt viel, viel flüssiger und das ist so richtig cremig. Und ich habe letztens mal eine Pizza gemacht, wo ich Rucola raufgegeben habe, Feta-Käse und diese Balsamico-Creme und Leute, diese Kombi war einfach nur göttlich. Ich mache allgemein diese Balsamico-Creme gerade überall rauf, gerade auf Nudelgerichten. Das ist auch richtig lecker, passt auch richtig gut zu Kartoffeln. Klingt zwar komisch, aber man kann das überall raufgeben und es gibt so einen leckeren, geilen Geschmack einfach. Also Balsamico-Creme habe ich diesen Monat für mich entdeckt. Das werde ich jetzt nie wieder missen wollen. Das werde ich mir jetzt immer wieder nachholen, weil es einfach so einen geilen Geschmack noch auf alles drauf gibt. Also ganz, ganz große Empfehlung. Kann ich jedem von euch ans Herz legen. Holt euch das mal und schreibt mir gerne, wie ihr das findet, weil ich bin absolut in love. Als nächstes habe ich eine Süßigkeit, die ich mit Ling letztens probiert habe und die ich von meiner Tante mal zugeschickt bekommen habe. Und zwar gibt es ja was Neues von Schogetten und zwar diese Salted Pretzel Peanut Butter Pralinen in Anführungszeichen. Also das sind so einzeln verpackte Schogetten, ja wie sagt man, ein Stückchen sozusagen und die Leute, oh mein Gott, diese Sorte. Salted Pretzel Peanut Butter, einfach schon die Sorte klingt schon perfekt für mich. Und der Geschmack, Leute, es ist einfach krass. Es ist wirklich richtig krass. Wir haben hier eben Salzbrezel, Erdnussbutter, Erdnüsse und Edelvollmilchschokolade. Und diese Kombination auch von der Textur ist einfach so unglaublich gut, weil wir hier halt eben so eine mousseartige Konsistenz haben, dann die knackige Schokolade, dann innen drin dieses Pretzel, also dieses knusprige und dann hier unten nochmal dieses Stückchenhafte durch die Erdnussbutter. Leute, das ist ein Traum. Also falls ihr die irgendwo findet, müsst ihr euch die holen und essen und probieren. Andersrum. Das nächste, was ich diesen Monat foodmäßig für mich entdeckt habe, ist eine Kombination. Und zwar, Leute, müsst ihr unbedingt die Kombination probieren, euch euer Porridge ganz normal zubereiten, wie ihr es ganz normal macht, also auch warm. Und dann müsst ihr oben drüber griechischen Joghurt geben, Leute. Das ist Next Level. Erstmal die Kombination aus dem warmen Porridge eben mit dem kalten Joghurt und dann durch das cremige durch den Joghurt mit griechischem Joghurt. Oh, das ist so Next Level. Und auch perfekt für den Sommer, weil es dadurch noch so was leicht Erfrischendes hat. Denn Leute, ihr wisst, ich liebe Porridge und habe schon gedacht, ja komm, jetzt im Sommer wird schwierig mit Porridge, ne? Also gerade morgens, wenn es schon so warm ist und man sich dann noch ein warmes Porridge gibt, ist schwierig. Aber wenn ihr da dann diese kalte Komponente durch den griechischen Joghurt drauf gibt, hammergeil. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, gerade wenn man das dann noch mit tiefgefrorenen Beeren irgendwie topfen, dann so mit irgendwas Crispy, noch Granola oder so. Einfach nur göttlich, weil das ist wirklich nur göttlich. Probiert diese Kombination gerne mal aus und das war auch auf jeden Fall eine neue Sache, die ich diesen Monat foodtechnisch für mich entdeckt habe. Als nächstes haben wir die Kategorie Rezepte und da, Leute... Ich glaube, falls ihr von Instagram, also falls ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr ganz genau, welches Rezept bei mir jetzt diesen Monat kommt. Und zwar mein Quark-Streusel-Bowl-Rezept. Ich weiß, dass Tori damit angefangen hat. Und zwar habe ich das Rezept ja schon letztes Jahr im Oktober oder November oder so gepostet und da ja auch richtig oft gemacht. Hab dann aber im Winter bin dann eher auf Porridge umgestiegen, weil es halt was Erfrischendes ist, weil es eben Quark ist und das ist halt kalt so. Und im Winter brauche ich halt eher dieses, dass man da was Warmes isst, was einem von innen heraus so wärmt. Aber jetzt, wo es halt schon wieder wärmer geworden ist, ja, es ist auch ganz nice, mal wieder diese Streuselbowl zu essen. Da habe ich mir die irgendwann mal wieder gemacht. Dann hat Tori die in ihrer Story mal gemacht, also nachgemacht, mich auch markiert und gesagt, dass ihr die voll gut geschmeckt hat.
Und dann hat sie dadurch eine Sucht entwickelt und jeden Tag irgendwie gegessen. Dann hat Lina die auch irgendwann den ganzen, also jeden Tag gegessen. Und dann ist ein richtiger Insta-Hype dadurch entstanden. Also dann haben mir alle Leute geschickt, ja, ich habe deine Streuselbäume nachgemacht. Ich bin absolut süchtig und esse das jetzt jeden Tag. Und Leute, ich bin auch so süchtig jetzt wieder geworden. Und jeden Abend, wenn ihr mich irgendwie markiert und mir gesagt habt, dass ihr die gegessen habt, dann habe ich jeden Abend schon wieder richtig Lust, wieder auf die mir den nächsten Tag zu machen. Also das ist wirklich etwas, woran ich mich auch niemals satt essen werde. Also wirklich nicht. Das ist so mein Go-To-Rezept im Moment. Das brauche ich irgendwie jeden Tag aktuell, diese Streuselbowl. Und ich verlinke die euch in der Infobox. Also falls ihr die nachmachen wollt, was ihr unbedingt machen müsst, denn der Insta-Hype ist real, Leute. Ist wirklich real. Dann müsst ihr das unbedingt mal nachmachen. Und wie gesagt, das ist wirklich ein Rezept, was ich bei allen aktuell jeden Tag gefühlt in der Story sehe. Was mich richtig doll freut, weil es eben ein Rezept von mir war. Und dass das einfach ein Rezept ist, was so viral jetzt gegangen ist. Das freut mich unglaublich doll. Und wie gesagt, ist aktuell auch diesen Monat mein Go-To-Rezept gewesen. Wird wahrscheinlich auch nächsten Monat mein Go-To-Rezept sein. Wahrscheinlich auch den ganzen Sommer. Aber absolut genial, Leute. Ich bin so süchtig. Deswegen das auf jeden Fall mein Top-Rezept aus dem Mai. Ich habe tatsächlich aber noch ein anderes Rezept, oder was heißt Rezept, auf jeden Fall auch etwas, was ich mir sehr, sehr oft gemacht habe und aktuell auch sehr, sehr gerne mache und hier auch schon fast ausgetrunken habe, und zwar ein Iced Choco Latte. Das Rezept dafür werde ich euch bald als Reel bei Instagram abfilmen und hochladen. Also falls ihr da wissen wollt, wie ich meinen Choco Iced Latte mache, dann folgt mir gerne auf Instagram und bleibt da geupdatet sozusagen. Da werde ich das auf jeden Fall bald hochladen, denn da habe ich auch schon sehr, sehr viele DMs bekommen, wie ich den immer mache, weil der so gut aussieht und der ist auch wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, im Sommer brauche ich auch jeden Tag gefühlt meinen Kaffee und jetzt eine Iced Version und dann ein Schoko ist schon sehr, sehr lecker. Deswegen das Rezept kommt bald und seid ihr auf jeden Fall gespannt. Und war auf jeden Fall auch ein Rezept aus dem Mai, was ich sehr, sehr gerne gemacht und gegessen bzw. getrunken habe. Als nächstes haben wir die Kategorie Fashion haben wir mal wieder hier aufgegriffen. Und zwar hatte ich das relativ lange nicht mehr, dass ich so ein Outfit einen Monat gefühlt habe, weil irgendwie ja die letzten Monate, weiß ich nicht, da habe ich immer was Unterschiedliches getragen, auch mich sehr gemütlich angezogen. Aber diesen Monat hatte ich wirklich ein Outfit, was ich echt gefühlt habe. Und zwar ist das dieses Outfit. Das ist eben ja diese Kombination aus diesem Leo-Rock. Den Rock habe ich tatsächlich von einer Freundin Secondhand bekommen, weil ihr der zu kurz geworden ist und der passt mir aber tatsächlich perfekt. Deswegen genau, den habe ich Secondhand, den liebe ich. Aber ich finde, der hat so einen richtigen Vibe irgendwie. Also ich fühle den richtig hart. Dann eben mit der Strumpfhose, mit diesen Stiefeln, mit einem, das war einfach nur ein cropped, basic, schwarzes T-Shirt und dann eben mit der Lederjacke. Leute, dieses Outfit, ich fühle es so, so sehr. Finde ich richtig, richtig cool und ich habe von euch auch sehr, sehr viele Komplimente für dieses Outfit bekommen, als ich euch das einmal in der Story gezeigt habe. Also ja, anscheinend gefällt es euch auch und ja, das war so diesen Monat das Outfit, was ich so richtig gefühlt habe, wo ich mich so richtig wohl drin gefühlt habe, wo man sich so richtig schick drin gefühlt hat und deswegen, genau, das ist mein Outfit aus dem Mai. Ich habe bei Fashion aber noch eine andere Sache für euch, und zwar eine Frisur. Und zwar ist es die Frisur, die ich jetzt gerade habe, wo ich auch von euch bei Instagram sehr, sehr viel positives Feedback bekommen habe. Und so habe ich mir dafür einfach ja eben so einen seitlichen Mittelscheitel gemacht und dann habe ich mir hinten einen Dot gemacht und dann noch so ein Scrunchie reingemacht. Denn hier an der Seite ist noch so ein bisschen aufgelockert, dass es nicht ganz so platt aussieht und ich finde, das sieht richtig schick aus irgendwie. Also irgendwie fühle ich mich mit der Frisur auch richtig, richtig wohl. Habe wie gesagt von euch auch für diese Frisur sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Und die Haare sind einfach aus dem Gesicht raus, aber es sieht trotzdem feminin aus, irgendwie durch diesen Dutt, durch den Scrunchie, aber auch durch dieses Lockere an der Seite. Ich mag diese Frisur richtig, richtig gerne und ich fühle mich mit der auch richtig, richtig wohl. Und ja, das war jetzt so die Frisur, die ich mal diesen Monat ausprobiert habe und auch sehr, sehr gerne an mir mag und mir jetzt auch eigentlich fast jeden Tag mache, weil es einfach richtig angenehm ist, einen Dutt zu tragen und die Haare nicht überall hängen zu haben. Auf jeden Fall meine Frisur aus dem Mai und könnt ihr gerne mal nachmachen. Ist super easy. Einfach, wie gesagt, Mittelscheitel, hinten Dutt, Scrunchie rein, fertig. Ein bisschen auflockern, dann. Die letzte Kategorie ist wie immer die Kategorie Lifestyle und da fange ich direkt mit dem ersten, ja, mit der ersten Addiction an, die ich diesen Monat jetzt auch hatte. Und zwar war ich wieder vermehrt oder auch häufiger auf TikTok unterwegs und habe auch tatsächlich selber, ich glaube, diesen Monat 3 TikToks hochgeladen. Einfach, weil ich diesen Vibe einfach aktuell richtig feiere. Einfach dieses Unbeschwerte, einfach mal lustig, so keine Ahnung, man sieht ein Video und lacht sich einfach Schrott da abends im Bett. Ich finde das einfach so nice einfach. Und auch bei manchen Sachen, wo Leute so sagen, kennt ihr das und das? Und dann erzählen sie so irgendwas aus ihrem Leben und man denkt so, oh mein Gott, ja. Und ich dachte, ich wäre die Einzige, die das so sieht. Und sowas liebe ich halt einfach, wenn man sich so verstanden fühlt, wenn man sich abgeholt fühlt. Auch einfach dieses, ja, dass man auch mal so richtig unbeschwert darüber lachen kann und
diesen Humor, der da auch herrscht. Deswegen genau TikTok auf jeden Fall bei mir eine Obsession, wo ich diesen Monat wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Zeit drauf verbracht habe. Aber Leute, das braucht ich diesen Monat wirklich. Ich habe, wie gesagt, auch ein paar TikToks hochgeladen, weil es auch einfach richtig Spaß bringt, TikToks zu drehen. Und deswegen TikToks diesen Monat bei mir auf jeden Fall. Habe ich sehr viel Zeit reingesteckt, aber auch verdient. Und das brauchte ich diesen Monat auch einfach mal. Daran anschließend kann ich direkt meinen Song des Monats nennen. Und zwar, Leute, es ist auch aktuell ein Lied, das aktuell sehr, sehr viral auf TikTok geht. Und zwar der Song Good For You von Olivia Rodrigo. Wie auch immer man ihren Nachnamen ausspricht. Das ist einfach ein Song. Also ich fühle den jetzt aktuell vom Inhalt her nicht ganz so. Aber Good For You, ich finde einfach, wenn ich... Also ich mache mir den morgens immer an, nachdem mein Wecker geklingelt hat. Und dann starte ich mit so richtig viel Power in den Tag. Ich laufe ihn wirklich durch mein Zimmer und tanze einfach dazu und fühle diesen Song einfach so richtig hart. Ich finde, es gibt so richtig Power, dieser Song. Und deswegen war das auf jeden Fall diesen Monat mein Song des Monats. Feier ich. Ist halt auch auf TikTok aktuell sehr, sehr präsent. Und deswegen, ja. Also deswegen aktuell ein absoluter Ohrwurm von mir und fühle dich halt schon ziemlich hart. Und gibt einen sehr, sehr viel Power. So, Leute, das war's mit dem Favoritenvideo aus dem Mai. Ich hoffe, da waren auch ein paar Inspirationen für euch dabei. Wie gesagt, ich freue mich immer auf euer Feedback sozusagen, auf eure Favoriten, die ihr diesen Monat hattet. Schreibt mir das, wie gesagt, gerne in die Kommentare, sodass ich auch ein bisschen von euch inspiriert werde. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir natürlich wie immer gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo, damit ihr weitere Videos von mir nicht verpasst. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video wieder. Haltet bis dann wie immer die Ohren steif und genau. Ciao, Leute.